Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cynthia und herzlich willkommen zurück zum Tasters. Heute mit Apple Pie Cookies, the famous Apple Strudel Recipe. Oh Gott, wenn die American irgendwas Deutsches machen, ey. Die Americans. Ja, Apfelstrudel als Keks. Mit anderen Worten. The famous Apple Strudel Recipe. Ich komme nicht drauf klar. Apfelstrudel heißt auf Englisch Apple Strudel. Cringe! Aber okay, ich bin gespannt, wie es schmeckt. Apfelstrudel finde ich immer sehr nice. Vor allem, wenn es mit Zimt ist. Zimt ist, glaube ich, jetzt hier nicht dabei. Aber finde ich schlimm. Kein Zimt dabei. 0 von 10 Punkte. Schlechtes Produkt ever im Tasters. Spaß. So sieht das Ganze unboxed aus. Und da wollen wir mal eine famous American Mercy Apple Strudel. Riecht schon. Oh Gott. Die Temperaturen kühlen ja so langsam ab. Hier bekomme ich ein bisschen Bock auf Weihnachten. Riecht halt eher so winterlich. Wann isst du einen Apfelstrudel? In der Weihnachtszeit. Ich glaube, da ist ein bisschen Zimt drin. Der Keks schmeckt auch sehr weihnachtlich. Der Keksgeschmack ist stärker, als ich gedacht habe. Riecht natürlich auch so eine Apfelstrudel, aber er schmeckt schon sehr stark nach Keks. Der Keks ist nicht zu trocken. Er ist einfach perfekt und mit dieser leckeren Apfelstrudelmischung. Das hat was. Gefällt mir. Leute, das schmeckt nach so richtig tollen, leckeren, gebackenen Apfelstrudel. Der Keks, der schmeckt leicht weihnachtlich. Und dann hast du einfach da diese Füllung, bestehend aus einem gebratenen Apfelstrudel. Lecker, nicht zu trocken, genau richtig. Und dann mit dieser Masse da drinnen. Fantastomatisch. Ich weiß gar nicht, was es denn jetzt geben soll. Ich glaube, es ist schon so 9,5 von 10. Schmeckt echt fantastisch. Ich gebe doch nur 9 von 10, weil das ist sowas, was du nicht mehr essen kannst. Und ich glaube, das passt auch eher in die kälteren Jahreszeiten. Und ja, das war halt das Problem. Das ist sowas, was du nicht immer essen kannst. Wenn du richtig Bock drauf hast, ist es fantastisch. Wie ich jetzt gerade nicht auch die ganze Zeit nur am Stöhnen. Wie bei so einem schlechten Porno. Aber ja, muss man schon Bock drauf haben. Aber 9 von 10 Punkten, das ist allemal wert. Einfach nur schön. Der Apple Strudel. Ich esse den jetzt mal auf und ja. Viel wird jetzt hier unten passieren. Danke an alle, die drin, die noch dran sind.
Weihnachtszeit. Ich komme. Echt. Schmeckt so weihnachtlich. Ich finde es voll schön. Weil voll viele Weihnachtsplätzchen und Weihnachtsgebäck und so. Kannst ja gar nicht während der Sommerzeit und so kaufen. Das ist immer verfügbar, selbst im Hochsommer. Ich habe es im Hochsommer gekauft. Ich lache jetzt hier nur schon ein bisschen länger rum. Ich habe mir gedacht, heute habe ich richtig Bock drauf. Let's go. Apfelstuhlkekse als Taste-Test. Und ich brauche nichts. Schmeckt einfach nur lecker. Deswegen, 9 von 10 Punkten. Kann man nicht immer essen, aber man richtig Bock drauf hat. Fantastisch. Eure Meinung, falls ihr es kennt, gerne in den Kommentaren. Das war's. Ich bin raus. Stay awesome. Eure Sissi. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!